jetzt in dem Fall würde ich auch falsch finden. Ja, ja, weiß ich nicht. Moin und herzlich willkommen zu Holstein 1:1, unserem kleinen Talk und Stammtisch hier im leider immer noch geschlossenen Gutenberg. Heute an meiner Seite bzw. mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Opa Geidel. Ja, moin moin, schönen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen, eine Ehre, ihn mal hier zu Gast zu haben. Und wir wollen auch diese Woche wieder sprechen über das, was bei Holstein wichtig ist. Ja, Opa, Länderspielpause liegt hinter uns, zumindest was das Training angeht. Holstein ist ja schon wieder im Training jetzt und bereitet sich auf Heidenheim vor. Das war aber irgendwie ein komisches Wochenende. Länderspiele, klar, aber es schwang auch immer das Corona-Thema mit. Am Samstagmorgen relativ früh, kleine Schocknachricht mit Jae-Sung Lee in seiner Mannschaft Südkoreas Auswahl, 4 Positivfälle. Da macht man sich natürlich sofort Gedanken, haben aber recherchiert und stellte sich eben Gott sei Dank heraus, dass Jae-Sung Lee nicht betroffen war. Wie lange das jetzt anhält, diese Positivmeldung, das kann man natürlich nicht sagen, weil diese Spiele auf internationalen Sektor natürlich ohnehin etwas problematisch sind. Rein sportlich, das wollen wir auch noch sagen, er hat beide Spiele gespielt, sowohl gegen Mexiko als auch gegen Katar. Er ist auch ein bisschen länger da geblieben, als das ursprünglich mal angedacht war. Er sollte ja eigentlich nur ein Spiel machen, jetzt ist er doch noch länger geblieben. Wie kam das? Erst war angedacht, dass er nach dem Mexiko-Spiel am Sonntag, was Südkorea 2:3 verloren hat, wieder nach Kiel zurückkehrt. Dann aber hat sich eine andere Situation ergeben, sodass er also am Dienstag noch gegen Katar mitgespielt hat. Faktisch hat das allerdings keinerlei Auswirkungen gehabt, weil durch die neue Verordnung, sofern er denn 2 Negativtests vorweisen kann, kann er theoretisch sofort wieder einsteigen. Aber trotzdem ist doch diese ganze Länderspielschose irgendwie merkwürdig. Ja, es ist eine Farce. Also wirklich, sportlich gerät das immer mehr zu Farce. Verletzungsgründe hat es früher auch schon gegeben, ist klar. Aber in dieser Anhäufung ist natürlich, also Musterbeispiel in An- und Abführungszeichen, ist natürlich Ukraine, die da vom Spiel in der Schweiz auf einmal 8 Positivfälle haben, 4 gegen Deutschland am Samstag. Da macht man sich ja gar kein Bild, was das für ein Risiko ist. Wobei man eins natürlich auch wieder sagen muss, Länderspiele haben natürlich, was vielleicht viele gar nicht so wissen, die Einnahmen, die der DFB durch die Länderspiele generiert, fließen natürlich letztendlich am Ende der Nahrungskette auch den Amateurverbänden zu. Aber das steht jetzt im Moment in keinerlei Verhältnis nach meinem Dafürhalten zu dem, was an Risiken. Vor allen Dingen, weil ja die Amateursportler im Moment noch mehr gekniffen sind sozusagen. Die dürfen ja gar nichts machen, hatten frei, zwangsläufig. Frei hatten auch die restlichen Kieler, die nicht in Länderspielaufgaben eingebunden waren. Hast du da was gehört? Ole Werner hat ja geraten, man soll doch mal gerne ein Buch lesen oder auch ein bisschen PlayStation spielen, was die gemacht haben. Also an der PlayStation-Front kann ich nichts Neues vermelden. Mit allen Spielern, mit denen man gesprochen hat, die haben das sehr, sehr angenehm empfunden, mal 3-4 Tage mal den Kopf frei zu bekommen und natürlich auch die Beine mal ein bisschen hochlegen zu können. Die hatten nun alle Laufpläne mit und für individuelles Training, das haben sie dann ja wahrscheinlich auch beherzigt. Von daher ist alles gut und das ist ja auch eine gute Sache. Schließlich ist da diese nicht mehr vorhandene Weihnachtspause, die man natürlich da berücksichtigen muss. Da kommt noch ganz schön viel Stress auf die Spieler zu. Das stimmt. Es geht gleich weiter am 3. Januar gegen Osnabrück, am 10. Januar gegen St. Pauli und am 13. empfängt man dann so einen Verein wie den FC Bayern zum Pokalspiel. Also da ja, das passt gut. Eine Frage, die vor dem Heidenheim-Spiel jetzt aufploppt, mal wieder, ist die T-Frage. Wer steht zwischen den Kieler Pfosten? Tom Dehne war am Covid-19 erkrankt, ist jetzt aber wieder dabei und wieder fit. Sollte er jetzt zurückrotieren sozusagen oder schenkt man Gelios weiter das Vertrauen, weil er es gut gemacht hat? Also für mich ist es eigentlich gar keine Frage. Ich bin da vielleicht ein bisschen Traditionalist oder so, aber ich würde Jannis Gelios weiter am Tor belassen. Er hat die letzten Spiele konstant solide bis überragend, Klammer auf Aue, Klammer zu, gehalten. Trainer Ole Werner vertritt da offenkundig eine andere Auffassung, irgendwie zumindest eine etwas modifizierte, weil er im Gespräch gesagt hat, dass er sich da gar nicht festlegen möchte und Trainingseindrücke entscheiden lassen möchte, wer dann am Wochenende in der Kiste steht. Mit dem Hinweis, dass die beiden Konkurrenten sich wunderbar verstehen würden und mit der Situation gut klarkommen. Ich will das jetzt mal einfach mal glauben, aber ich hege meine Zweifel, dass das auf Dauer so funktioniert. Ole Werner hat zumindest noch gesagt,
dass er genau bei den auf die Trainingseindrücke schauen würde, weil Thomas Dehne jetzt ja in der Herausfordererrolle ist und da müsse man als Herausforderer möglicherweise mal den einen oder anderen Akzent im Training setzen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein leichter Hinweis ist, dass Progelios. Man bringt ja irgendwie doch Unruhe wieder rein, also sowohl durch den Wechsel per se, als auch ja immer die Einstellung Abwehr und Torwart, die ja auch zusammenspielen, sich immer ein bisschen einfinden müssen. Also ich denke auch, dass da jetzt wieder einfach nur, aus Prinzip sozusagen zu wechseln, weil man den Standtorhüter wieder zurück hat, jetzt in dem Fall würde ich auch falsch finden. Das könnte sogar positive Auswirkungen haben auf die Mannschaft, dass sie noch mehr die Sinne geschärft haben, dass jeder weiß, auch im Kader, der gut bestückt ist in der Breite, hoppala, wenn jetzt sogar bei den Torhütern keine Festlegung erfolgt, dann brauche ich mir im Mittelfeld oder im Angriff brauche ich mir gar nicht sicher zu sein. Also Vollgas, Hackengas im Training, sonst wird das hier nichts, ne? Also auch hier haben wir einen Hinweis, dass der Kieler Kader in diesem Jahr besser aufgestellt ist als im vergangenen Jahr. Erstens breiter, zweitens offensichtlich qualitativ auch besser. Wobei das jetzt bei Jani Gelius, der war ja letztes Jahr auch schon da, nicht daran liegt, dass das jetzt nur ein Neuzugang ist, sondern er hat sich scheinbar auch sehr verbessert. Vielleicht liegt ihm ja auch die Herausfordererrolle einfach ein bisschen besser. Kann auch sein, manche Spieler brauchen halt eine Zeit, um am neuen Standort klarzukommen. Und es kommt natürlich dazu, dass die gesamte Deckungsarbeit besser funktioniert, wovon er natürlich auch profitiert. 6 Gegentore in 7 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Bester Wert in der zweiten Liga, wenn man nach Zahlen geht, also damit auch die beste Deckung. Ich meine, das ist schon was. Und wie gesagt, der Torwart hat Anteil daran, er profitiert aber auch davon. Also wir müssen uns auf jeden Fall keine Sorgen machen, egal ob Gelios oder Dehne im Tor steht. Da müssen die Fans keine Angst haben. Das sind beides gute Torhüter. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, 6 Gegentore nur, das ist Liga-Bestwert, das ist ganz hervorragend. Auf der anderen Seite sind 8 geschossene Tore auch der viertschwächste Angriff. Ist das jetzt ein Hinweis, dass es ein ganz klares 1:0 gibt gegen Heidenheim oder worauf läuft das hinaus? Man muss da immer genau hingucken, die beiden letzten Spiele in Aue in Unterzahl nach 15 Minuten schon und dann auch gegen den HSV in der ersten Halbzeit, das waren jetzt auch nicht die Spiele, sag ich mal, von den möglichen Ballbesitzphasen oder von den realen Ballbesitzphasen, wo man viele Torchancen generieren konnte. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist von der ursprünglichen DNA im Moment noch etwas verschüttet im Vergleich zu den Vorjahren. Das ist im Moment, glaube ich, zu Lasten der Defensivarbeit gegangen. Das war in den Spielen tatsächlich, fand ich auch, manchmal ein bisschen so, dass man dachte, die letzte richtig klare Torchance ist schon ein bisschen her. So echte Strafraumszenen, klare Torchancen gibt es wenig. Wie gesagt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Balance zwischen, die jetzt ein bisschen in die andere Richtung ausschlägt, ins Verteidigen, die Konzentration auf Verteidigung. Ich glaube, dass das bald wieder auch in die andere Richtung losgeht. Holstein wartet seit 4 Spielen gegen Heidenheim auf den Sieg. Heidenheim hat aber ein ganz anderes Gesicht als in der letzten Saison. Wie kann man denn so eine Mannschaft überhaupt einschätzen? Ja, die Gesichter der Mannschaft sind ja noch da, ne? Das ist ja schon mal Fakt. Also bist ja schon wieder falsch davor. Ne? Trainer Schmidt ist noch da und Schnatterer ist auch noch da. Die Heidenheim-Ikone, Legende, was auch immer man dazu sagen möchte. In der Tat sind natürlich viele Leistungsträger gegangen. Ich glaube trotzdem, dass das Grundprinzip des Heidenheimer Spiels besteht. Das heißt, gut verteidigen, aggressive Zweikampfführung im Mittelfeld und viele hohe Bälle in den Strafraum, wo man dann auf den Abnehmer hofft, respektive auf den zweiten Ball. Das ist wie immer schwierig zu handeln, sowas. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass das am Samstag klappt. Ich bin da total optimistisch, also aus Holstein-Sicht klappt. Und das letzte Spiel, es gab ja in der vergangenen Saison 2 Niederlagen, die hatten schon ein bisschen einen historischen Anstrich. Die erste war das letzte Spiel von Ex-Trainer André Schubert. Danach war uns eigentlich relativ klar, dass es auch tatsächlich das letzte Spiel ist. 0:3 hieß da in Heidenheimer Sommer. Und das Rückspiel war eine Schlammschlacht Sonderhausen, die nie und nimmer hätte angepfiffen werden dürfen. 0:1. Wo je eine Torchance auf beiden Seiten, bei Holstein blieb der Ball im Matsch liegen. Der Heidenheimer hatte Glück, da rollte der Ball durch den Matsch durch. Also das war schon ganz komisch, deshalb ich
bin optimistisch, wird schwer, aber ich bin optimistisch. Immerhin, das kann uns nicht passieren, trotz des Wetters und auch wenn es sich jetzt einregnet, dem Hybridrasen im Holsteinstadion sei Dank. Eine weitsichtige Maßnahme, kostenintensiv, aber weitsichtig. Und kommt dem technisch anspruchsvollen Kieler Spiel ja durchaus zu. Na, jetzt sind Sie ja mehr am Verteidigen, ne? Da hätten Sie auch den alten Rasen nicht. Gut, das müssen wir noch mal genauer ausdiskutieren und können wir wahrscheinlich auch erst am Sonnabend Nachmittag beantworten. Wir gucken, was die Störche gegen Heidenheim machen. Ich sag vielen Dank, Opa. Sehr gerne. Und auch nächste Woche wollen wir natürlich dann über das Ergebnis vom Heidenheim-Spiel sprechen. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Ciao.